wie gesagt, diese Christina-Erinnerung, die werde ich halt immer sofort machen. Nun kann man sie natürlich hier wie wir ein Verrückter durch diesen endlosen Nexus jagen. Ja, was richtig creepy ist. Aber es stellt natürlich ganz gut die Verzweiflung dar, die Ezio spürt. Wie wäre es mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich wollte euch fragen, wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Ja, der Lowlord ist Simp. Mhm. Ich fand das Schöne ist die Christina-Erinnerung. Da kann man nur 100% haben, weil es keine optionalen Missionsziele gibt. Ist das nicht geil? Wunderschön, fantastisch. Du hast doch gerade einen Eintrag zu Firenze freigeschaltet, habe ich gesehen. Ich weiß, aber die nehmen wir später durch. Ja, nee, wir haben auch 0:54, also wäre auch gut, wenn wir dann gleich. Ich würde sagen, wir können auch die Christina dann fertig machen, noch die Kurtisanen, soweit es geht, und dann ist Feierabend für heute. Also Datenbank-Einträge mache ich schon, wenn du aufgelegt hast. Die Kurtisanen? Das, dann die hier herausfahren, also die Nebenmissionen, die ja jetzt gespawnt sind. Achso, die ganzen Nebenmissionen, ja, okay. Das sind, also die meisten schalten sich hier erst im Verlauf frei, also pro Sequenz kommen ja immer neue dazu bei den Gilden. Okay. Die Zeit muss noch sein. Ich meine, wir haben ja letztes Mal versprochen, dass wir mehr Hauptstory machen, das Versprechen halten wir auch ein. Naja, es war ja genau genommen eine Mission, Hauptstory? Zwei. Vor allem, ich wollte gerade die Kurtisanen anheuern und sie sagen, so billig sind wir nicht, weil ich kein Geld habe. Vor allem frage ich mich, warum kann Ezio Kurtisanen jetzt schon anheuern, wenn er ja noch gar nicht bei den Assassinen ist, also wenn er noch nicht mal von Paola diese Fähigkeiten gelernt hat. Ja. Vor allen Dingen ist es denen ja auch, vielleicht ja deswegen gerade, keine Ahnung. Vielleicht sagen sie ja deswegen, den Typen, mit dem wollen wir nicht schlafen. Also. Guck mal, ich glaube, wenn du oben drüber stehst, ist egal, oder? Kann sie dich da sehen. Dafür ist das doch oben drüber, ne? Und jetzt Luftattentat. Ja, genau. Also ich meine, du hast ja noch keine Klinge, aber dass du sie einfach umboxst. Komm, ich stell mir vor, dann haben die beiden so ein Streetfight auf der Straße und Ezio wird von Christina so windelweich geprügelt. Ja. Das wäre super. Was willst du? Gerade eben machst du mich doof an und jetzt kommst du so. Ich hau dir auf die Fresse. Toll. Ich muss mir gerade so wirklich kommen, dann kommt so jetzt mit total bunt geschlagenem Maul und fiel den Zahn so wieder an bei seinem Bruder und Felice. Ach, Frederico, du weißt doch, wie die Frauen drauf sind. Ja. Und dann kommt dieser How I Met Your Mother Gegenwarts Dings da. Seht ihr, Kinder, so habe ich damals eure Mutter kennengelernt. Ach ja, diese Beschattungsmission. Ich find's toll, dass sie die in den späteren Teilen rausgenommen haben. Das war mal so ein Kritikpunkt, was halt keiner gern gesehen hat. Diese elendig sich in die Länge ziehende Mission. Ja, das stimmt. Oh. Da siehst du ihn, da steht er. Oh ja, da ist er, stimmt. Ja, hier ist. Ich
Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. A hero, a hero. Na 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 na. Oh, gotta be strong and it's gotta be fast. Na 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 na. I need a hero. Warum wundert es mich nicht, dass du dich mit Gewalt an ein Mädchen ranmachst? Genau wie es eure Bank mit Florenz macht. Narr, dein Vater ist es, der eine Lektion lernen muss. Problem ist, die haben ja quasi immer ihr wieder einen neuen Dialog. Redet nur und kämpft nicht. Ja, ich hab's gerade eben. Ihr habt den Namen meiner Familie lange genug in den Dreck gezogen. Nicht länger, als sie es verdienen. Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie. Alter, was war das für ein steinartiger Zahn? Vielen Dank. Ich weiß nicht. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio. Anscheinend habt ihr eure zweite Chance. Das ging aber schnell jetzt. Guck, wie glücklich er da noch ausgesehen hat. Ja, es ist quasi so jung und glücklich, und dann geht das Bild runter und dann steht er da mit seinem Bart, 3 Tage Bart, kein Bock mehr auf alles. Ja, genau. So ein total abgefuckter Blick. Okay, er guckt ja auch gerade abgefuckt. Da war er gerade mal auf Wolke 7. Ja. So, okay, mal gucken, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 1. Oh, die Kopernikus-Erinnerung, die machen wir später. 1, 2. Ja, noch 2 Kurtisanaufträge, die schaffen wir noch. Und Kopernikus ist ja ein DLC, das aber halt länger dauert, weil es also kein langes, aber. Mhm. Kurier. Ja, wieso bist du gerade kurz stehen geblieben? Ja, weil ich. Nein, das warst du. Ich hab ihn ja schon. Ah, hast du schon? Okay. Das Ding ist, wenn er sich niederkauerte, hat man ihn, aber man darf ihn halt nur nicht töten, weil wenn man ihn tötet, hat man sofort Bekanntheit 100%. Aber hast du jetzt dein Geld bekommen? Ich habe mein Geld bekommen. Ah, das wird jetzt so gesehen, im Gegensatz zu den Dieben, die ich halt nicht angezeigt. Okay. Ja, wie gesagt, das Kopernikus-DLC ist ja kein Hauptdeal, es ist ja auch ein Vorbesteller-Bonus. Aber es fühlt halt in mehrere kleinere Missionen, die halt auch immer so liefern und weiter beinhalten. Und das muss man noch nicht haben. Nee, das ist auch ein bisschen, also das ist ja ein zusammenhängendes Ding und das sollte auch, wenn möglich, im Stück gespielt werden. Allein wie provokant so schon dasteht. Meine, siehst du an. Ich hab hier schon ewig auf dich gewartet. Kommst du jetzt mal, oder was? Alter, jetzt müssen sie sich jetzt mal so einen roten Filzstift nehmen und einfach so ihre Silhouette, so einfach um sie herum so eine Silhouette malen, dass man halt sieht, wo sie früher stand. Und da drüber noch so ein Feind in roter Schrift, Hure. Oh, das ist jetzt. Ja, das wäre gemein. Das wäre eine Templer-Aktion. Seit Madonna Solaris tot, glaubt ihr Bruder Santino, wir gehörten nun ihm. Er kämpft um die Gunst der Borgia und muss sich als Führer der Kurtisanen beweisen. Demütigt ihn in der Öffentlichkeit und die Borgia wenden sich von ihm ab. Dann hören wir nie wieder von ihm. Okay, Santino aufhalten, bevor er die Kurtisane verprügelt. Wann war ihr zuletzt bei einem Arzt? dieses Fäust zusammenklatschen ist einfach so ein richtiger Klassiker, so ein richtiges Meme. Ja, so einfach time to get funky. Ja. Oder dann einfach zu irgendwelchen Leuten hingehst und Ezio auf einmal anfängt, hier die Hände aneinander zu klatschen. Oh. Geh mal den Schnösel an. Aber habe ich das jetzt Ja. Ja, vorhin. Der erste Schlag hat da schon gesessen, aber ich wurde trotzdem nicht desynchronisiert.
Nee, er hat ja die Hure auch nicht ganz verprügelt. Ja, aber er wird halt schon zugeschlagen. Ja, aber ich glaube, es geht darum, dass er sie komplett verprügelt, sodass sie schon am Boden liegt. Oh. War ja klar, dass da so ein paar Hans-Peters rumlaufen hier. Was wollt ihr denn hier, Hans-Peters? Jetzt haltet mal nicht den Ezio auf der Dame. Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. Da. Okay, das ging zugegebenermaßen sehr schnell. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist eine Nebenmission, die war kurz und hat Spaß gemacht. Ja, meine ganz ehrlich hier. Wer verprügelt denn nicht gerne Nuttenschläger? Ja, ehrlich. Das sind nur ganz normale Frauen, die ihren Beruf ausüben und dann kommt da so ein Assi und meint, er müsste wieder hier den Macker spielen, weißt du? Wirklich. Ah, so ist das. Jetzt darf ich ja nur nicht so nah an die Copernicus-Mission rangehen, weil... Ach, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt, da ich tatsächlich die Kurtisanen jetzt hier habe, kann ich auch das Fraktionsgebäude renovieren. Aber die Copernicus-Mission fängt immer mit so einem elendig langen Dialog an, der halt alles übertönt, weil Copernicus brüllt sich da wirklich die Seele aus dem Leib, also es ist... Okay. Weil also, später, wenn man mal wirklich Geld zum Kack hat im Spiel, kann man sich ja die Gebäude immer noch umgestellt. Das kann halt auch helfen bei den Missionen, wenn man so gesehen, keine Ahnung, Kurtisanen, Dieben, Söldner so anheuern muss oder halt generell, wenn man jetzt irgendwie was machen muss, dann kannst du einfach so ein Fraktionsgebäude nimmt, das halt umgestaltet und einfach die Kurtisanen und so weiter oder die von Gilde anheuert, ja, ja. Damit der Gilde nun mal das macht, was gerade zu tun ist. Steige aus dem Bett. ich wollte jetzt irgendwas sagen. Achso, das ist eigentlich jetzt dein Plan bezüglich der Fraktionsgebäude. Guckst du, dass du wie von allen gleich viel hast ungefähr? Oder? Nein, quasi jeder kriegt seinen Bezug. Also hier in diesem Bezug werde ich nur Kurtisan machen, im diesem Bezug nur Diem und dann halt im Söldnerbezug nur Söldner. Na ja, gut. Ich meine, man könnte sich jetzt noch einfach so neben sich setzen und dann einfach bei beide haben wir einfach so Wein und Brot und lachen die ganze Zeit und gehen nach Hause und keiner weiß am Ende, was jetzt eigentlich die Mission war. Irgendwas mit Plätzchen. Ja, Kuckuck. Es wird Zeit, mit dir zu reden. Buongiorno, Ezio. Wir verführen die mächtigsten Männer Roms. Doch einige von uns lassen sich auch selbst verführen. Folgt Giulietta. Ich denke, sie bringt euch zu ihrem Auftraggeber. Ach ja, diese Giulietta-Storylinie, die zieht sich aber bis zum Ende der Kurtisanen-Gildin. Also ich glaube, die hatte mehrere Missionen. Okay, das Ziel mit der versteckten Klinge. Das ist quasi diese Verräter-Kurtisanen, die halt immer noch mit den Templern vögelt. Ich glaube, das war auch wieder eine dieser ollen Verfolgungsmissionen. Ich weiß es nicht genau, aber der Verdacht erhebt sich. Da ist er. Und quasi ja. genau wie die anderen Kurtisanen ist halt, also wie die Madonna Solaris halt Giulietta auch zufällig generiert. Also dieses hier mit den braunen Haaren, was er da jetzt hat, das muss nicht immer sein. Es kann sein, dass Giulietta beim nächsten Mal wieder eine Blondine ist. Aber beim nächsten Mal schon wieder. Das kann schon also von Mission zu Mission unterschiedlich sein. Yep. Das ist natürlich auch doof. Naja. Vielleicht heißt das, wenn die sich denn wieder umdrehen. Meine, warum bleiben die stehen und... Ja, ich meine, das ist ja der Punkt. Du kannst denen ja nicht einfach die ganze Zeit hinterherlaufen. Die wollen ja auch, also das Spiel will ja auch von dir, dass du dich dann ab und zu mal versteckst oder dich so wirklich verhältst, dass sie dich nicht sehen könnte, wenn sie nach hinten guckt oder so. Weil dann schon, wie du die verfolgst, ist einfach so, das ist total dämlich. Ich meine, die Leute, die um dich herum sind, die sehen, dass du dich verhältst wie so ein Bescheuerter, indem du irgendwie ganz schnell über die Straße rennst, hinter dem einen Torbogen, hinter den anderen Torbogen. Ah, achso, die. Kommt sie wieder zurück? Ja, wo rennt die Alte jetzt eigentlich hin?
Ja, ich weiß nicht, die geht irgendeinen vollkommen randomen Weg. Oh. Und jetzt am besten noch herren und hinter der Ecke gucken. Das liebe ich ja, wenn die das machen. Okay. Ja, und nicht vergessen, versteckte Klinge. Mir ist aber aufgefallen, selbst, das sieht man ja nicht. Also, wenn die dich sehen oder so. Das siehst du ja auch nicht. Das wird dir auch nicht angezeigt, weil du das alles ausgestellt hast. Yep, hab die. Weil, wie gesagt, das Einzige, was halt da ist, ist halt die Minikarte. Alles andere habe ich ja abgeschaltet, weil es nur stört. Ja, dich stört. Ja, mich stört. Aber das liegt ja an dem Autismus. Das ist ja was anderes. Ja, aber dafür hast du mehr Sicht aufs freie Spiel. Ja, ja. Ah, diese Missionen ziehen sich so ehrlich. Ja, jetzt fällt nur noch Rüdiger. Es fällt einfach nur noch, dass Rüdiger dir den Pfeil schießt, du fällst von die Kurtisane hin. Quack. Mission verloren, nochmal von vorne. Mit freundlichen Grüßen, R. 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 Ziel gefunden, den Auftraggeber töten. Ah ja. Mit der Klinge, ja gut, das ist ja machbar. Hä? Aus einem Versteck heraus eliminieren, nicht mit der versteckten Klinge. Ah. Du hättest in den Brunnen rein müssen, ups. Naja. Fuck. Ich habe aber leider vorhin selbst nicht aufgefasst, weil ich da gerade auf dem Handy geguckt habe, deswegen. Na gut, naja. Dann wird halt hier im Brunnen beerdigt. Richtig. Da gehört er rein. Ach scheiße, aber egal, das mache ich später nochmal. Aber nicht in der Aufnahme. Da ist er. Ich wusste nicht, dass der Bastard ein Verräter ist. Du bist nicht mehr willkommen in der Rosa in Fiore. Ja. Oh Mist. Synchronisation fehlgeschlagen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht toll? So, mal gucken, ob jetzt noch irgendwas da ist. Nicht, dass ich was übersehe, aber es scheint nicht zu sein. Naja, da wird jetzt auch angezeigt, was du schon alles befreit hast. Ah, da hinten ist ja auch alles frei. Da gibt's auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einiges für dich zu erkunden.